Ja, servus liebe Peak-Community. Ich habe heute die große Ehre, dass das Peak-Team bei mir zu Gast ist. Und ja, als allererstes möchte ich mich mal für alle diejenigen, die es noch nicht wissen, ganz kurz vorstellen. Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Ja, also ich bin der Holger Guck. Ich bin seit, keine Ahnung, seit 22 Jahren jetzt schon aktiver Kraftsportler. War vorher schon in ganz jungen Jahren im Kampfsport zugange und ja, habe so, schon sehr schnell meine Leidenschaft für das Ganze entdeckt, mache das Ganze jetzt auch seit 5 Jahren schon hauptberuflich. Hauptberuf bedeutet bei mir Schriftstellerei, also ich bin sehr viel im aktiven Blogbeiträge schreiben zugange und ja, habe da diverse Foren, Shops, Seiten und auch Printmedien zu erzählen zu meinen Kunden. Ja, und die zweite Geschichte ist bei mir Coaching. Bei Peak bin ich aktiv involviert in die Produktentwicklung, habe auch eine eigene Supplementlinie, ein eigenes Ernährungskonzept und ja, Ernährung ist ein bisschen so mein Steckenpferd. Da sehe ich mich, da finde ich mich und da macht es mir am meisten Spaß, mich zu verwirklichen. Ja, ganz genau, das in aller Kürze zu mir. Und jetzt wollen wir ein paar Fragen behandeln. Die Frage lautet, warum ich eigentlich bei Peak bin oder warum ich eigentlich so viel mit Peak mache. Dazu gibt es zu sagen, dass ich ja eigentlich schon immer mit Peak zu tun hatte. Schon als ganz kleiner Trainierender, damals noch mit Hightech und wie die Firma früher hieß. Mich hat bei Peak eigentlich schon immer ganz besonders fasziniert, dass die eigentlich für die Leute, die es genau nehmen, alles haben. Ja, also da konnte man schon immer jede Aminosäure kaufen, da konnte man schon immer jede Fettsäure kaufen und das hat mich schon immer bei Peak an Peak fasziniert. Ich bin dann relativ früh auch mit Peak in Kontakt getreten und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich Peak auch schon immer gefördert hat. Bei Peak habe ich meine allerersten Blogbeiträge veröffentlicht, 2000 und was weiß ich wann, also vor etlichen Jahren. Und die haben eigentlich schon immer an mich geglaubt und ja, haben schon immer Wert auf meine Arbeit gelegt und darum, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich da auch verbunden. Und darum bin ich eigentlich auch ein eingeschworener Peakler. Versuche mich da ja nach wie vor einzubringen in die Produktentwicklung und auch weiter in die Blogbeiträgeerstellung und sonstiges. Und denke, dass da eigentlich so für mich persönlich das beste Team agiert. Und da passe ich rein und da gehöre ich dazu. Und das hat sich eigentlich bis zum heutigen Tage auch nicht geändert. Ja, Human Based Nutrition. HBN ist mein Ernährungskonzept, ist jetzt, ich glaube, das 4. Jahr auf dem Markt. Und ja, es kommt eigentlich, muss man sagen, schon in der Szene relativ gut an. Immer mehr Leute kennen es, noch nicht jeder kennt es. Also es ist noch nicht so bekannt wie Low Carb oder wie was weiß ich was. Ja, aber es wird immer bekannter. Und was man sagen muss, dass wirklich das Allermeiste im Konzept ist, obwohl es schon vor 4 Jahren geschrieben wurde, immer noch ja, zeitkonform, die Sachen, die Vorgaben, die Regeln, die gelten nach wie vor und jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil tatsächlich auch ein paar innovative Dinge enthalten waren. Ein großes Thema ist natürlich immer die Gewichtung von Makronährstoffen bei einem Ernährungskonzept. Ich halte das bei Human Based Nutrition so, dass ich die Eiweißzufuhr relativ hoch halte. 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ausgehend immer von dem jeweiligen Zielgewicht bei einer isokalorischen oder hyperkalorischen Versorgung und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man sich unter Bedarf ernährt. Warum da ein bisschen mehr? Weil man natürlich in so einer Situation den Gluconeogenese-Effekt ein bisschen abdämpfen kann, weil man den Sättigungseffekt von Eiweiß ausnutzen kann und den thermogenen Effekt von Protein für sich ausnutzen kann. Und darum habe ich mir einfach diese Gedanken zum Thema Proteinversorgung gemacht und möchte und fahre die in meinem Konzept in der Reduktionsphase sogar ein kleines bisschen höher. Zum Thema Kohlenhydrate gibt es ja sehr, sehr viel zu sagen. Es gibt nach wie vor das eingeschworene Low-Carb-Lager. Es gibt immer noch ein paar vereinzelte High-Carbler. Man liest es ja immer noch im Social Media. Manche sagen 100, manche sagen 50, manche sagen, die Ketogene ist die beste.
In meinem Konzept ist es letztlich relativ einfach und ich denke auch relativ einleuchtend gelöst, das Ganze. Die Kohlenhydrateinnahme wird also auf jeden Fall nicht auf null runtergefahren. Allein schon aus dem Grund der Einseitigkeit der Lebensmittelauswahl. Wenn ich Leuten ein Konzept an die Hand gebe und sage, ihr dürft ab sofort keinen Reis mehr essen, keine Nudeln mehr, keine Kartoffeln mehr, dann werden die sagen, ja, das ist aber ja ein ganz tolles Konzept. Damit kann ich vielleicht mal einen Monat, kann ich das mal machen oder 2 Monate, aber irgendwann hängt mir dann die Salami und das Ei und der Käse ohne Brot auch aus dem Hals raus. Das ist ein bisschen so mein praxisorientierter Nachteil, den ich in ketogenen Ernährungsformen sehe oder in sehr, sehr low-carb-orientierten Ernährungsformen. HPN gilt dennoch als Low-Carb-Ernährung. Viele Meinungen oder viele Leute denken das, es ist aber nicht so. Tatsache ist letztlich, dass ich mich bei meinem Konzept nach dem tatsächlichen Kohlenhydratbedarf orientiere. Und da herrscht halt vielerorts immer noch die Meinung, dass der Kohlenhydratverbrauch beispielsweise in einem Standard Krafttraining 60 Minuten Brust und Bizeps im Bereich von 300, 400 oder 500 Gramm liegt. Und das ist natürlich absoluter Käse. Man kann das nachlesen. Es fällt alles weitaus geringer aus, als man denkt. Die Glykogenspeicher des Körpers sind begrenzt und die werden auch nur auf begrenzte Art und Weise dadurch geleert. Und genau an dieser Geschichte, an diesen Sachen, die man weiß, die aber immer ein bisschen überbewertet werden, orientiert sich eben dieses Konzept. Heißt im Prinzip Kohlenhydrate bei HPN immer bedarfsoptimiert. Wenn ich ein Gerüstbauer bin, der nach seiner 8 Stunden Arbeit wirklich gebuckelt hat und dann noch ins Training geht, dann bekommt der nach meinem Konzept eben eine große Menge Kohlenhydrate. Wenn jemand ein Sesselfurzer ist, der 8 Stunden im Büro sitzt, um dann noch 30 Minuten Brust und Bizeps zu trainieren, dann bekommt er halt nicht so viele Kohlenhydrate. Ich denke mal, der Ansatz an sich ist absolut einleuchtend. Und da muss man sich auch nicht drüber unterhalten, ob jetzt Low Carb oder High Carb das Bessere ist. Studien zeigen in Reduktionsphasen, also jetzt rein nur wenn es ums Abnehmen geht, jetzt schon, dass es eigentlich keine bessere Variante gibt. Es gibt ein paar Diätregeln, die man unbedingt einhalten muss, wenn man effektiv abbauen möchte. Was zählt dazu? Eine moderate bis hohe Proteinzufuhr, eine Ernährung unter Bedarf und eine ausgeglichene Mikronährstoffversorgung. Leute, wenn ihr diese 3 Sachen richtig macht, dann macht ihr schon mal 80% oder sogar 90% richtig. Dann kommt noch körperliche Aktivität dazu, also sprich irgendeine Art von Sport. Im besten Falle ein kombiniertes Kraft- und Cardiotraining und dann funktioniert eine Reduktionsdiät in den allermeisten Fällen. Ob ihr jetzt die Kohlenhydrate hoch oder niedrig habt oder wie auch immer, das hängt ab von eurem persönlichen, ich sage jetzt mal Körpertyp, von eurem Stoffwechsel, von eurer Genetik und von sonstigen Sachen. Da müsst ihr euch irgendwo selbst finden. Aber wenn ihr diese 4 Sachen beherzigt, dann habt ihr auf jeden Fall schon das allermeiste richtig gemacht. Fettsäuregestaltung. Wenn man ausgehend von den Versorgungskalorien, die Eiweißkalorien, die mit 2 bis 2,5 Gramm Protein festgelegt sind, abzieht und dann noch die bedarfsoptimierte Menge an Kohlenhydrate abzieht, dann bleibt unterm Strich immer eine relativ moderate bis hohe Fettmenge übrig. Aber um den Kalorienbedarf zu decken, ist es ganz einfach halt eben diese Menge, die man ausgleichen sollte. Und also für mich persönlich gibt es eigentlich jetzt keine gute oder keine schlechte Fettsäure. Der Bedarf ist an gesättigten Fetten ebenso hoch wie an einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und darum lege ich da auch so eine Art Drittellösung fest. Alle 3 gehören dazu und entsprechend können auch alle Lebensmittel eingesetzt werden. Also für die gesättigten Fettsäuren ist auch das Hühnerei gut, für die einfach ungesättigten Fettsäuren ist auch die Nuss gut, die Mandel gut oder auch in gewisser Menge das Pflanzenöl. Und dann halt ganz einfach eben auch noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Alles gehört mit ins Boot. Besondere Gewichtung bei meinem Konzept liegt auf der Omega-3-Fettsäureversorgung, weil die bei uns in unserer modernen Gesellschaft zum einen isoliert
stark defizitär ausfällt und zum anderen auch das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis sehr, sehr schlecht ausfällt bei den Leuten. Warum? Weil sie zu viele Weizenprodukte essen, weil sie zu viele Pflanzenöle zu sich nehmen, weil sie zu wenig Fisch essen, weil sie immer noch der Meinung sind, dass man mit Leinsamen seinen Omega-3-Bedarf decken kann. Und lauter solcher Märchen, die zu diesem Thema noch in Gange sind und halt einfach Missstände. Und das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Warum? Weil die Thematik des Omega-3-Index ganz einfach schon eine gewichtige ist, die sich in die Herzgesundheit einschaltet. Und wenn man sich anguckt, die oberen Ränge bei der Sterblichkeit belegt in Sachen Krankheiten, dann sind das immer die Herzkrankheiten. Und damit aus gesundheitlicher Sicht ganz besonderes Augenmerk bei HBN und der Fettsäureversorgung auf die Omega-3-Fettsäuren.